Ja, Andreas hat es gerade angemerkt, das ist jetzt noch nicht die KandidatInnenvorstellung. Also nur, also ihr könnt euch natürlich gerne schon vorstellen, wenn ihr das möchtet, und dann nachher nochmal. Aber das ist jetzt erstmal die Diskussion zum Kommunalwahlprogramm. Ja, liebe Genossen und Genossinnen, ich möchte nur ein paar Anmerkungen zu unserem Kommunalwahlprogramm machen. Und ich als gelernter Erzieher lege natürlich großen Wert auf unser Kapitel 3, Ehre, eine soziale Stadt, Kinder- und Familienfreundlich. Wir haben in unseren Ideen die Idee Ausbau der Randzeitbetreuung. Vielleicht denken wir das mal etwas weiter. Es gibt in Leipzig zum Beispiel 24-Stunden-Kitas für Eltern, die in Schicht oder nachts arbeiten. Und ich als Arbeitnehmer in der Grundschule bin da jetzt nicht so tief in der Materie, habe mich deswegen bei meinen ehemaligen Schulkameraden, Kameradinnen vor allem, informiert, wie ist denn der Bedarf? Gibt es wirklich Eltern, die Probleme haben mit den Schließzeiten? Gibt es vielleicht auch den Bedarf, dass wir eine 24-Stunden-Kita einrichten? Und das Feedback meiner ehemaligen Schulkolleginnen war, ja. Warum nicht? Großstädte haben das, vor allem im Ruhrgebiet, Bochum, Duisburg, Essen. Und bei uns ist die nächste Kita in Leipzig, die das anbietet. Vielleicht sollten wir das mal mitnehmen für unsere Arbeit im Stadtrat. Ich würde das jetzt nicht unbedingt ins Programm einschreiben, denn es ist dann doch etwas schwierig für Menschen, die nicht so tief in der Materie sind, die sich dann denken, ja gut, 24 Stunden, wie viele Stunden sollen denn die Erzieher noch arbeiten? Warum wollt ihr meine Kinder über Nacht wegnehmen? Aber es gibt den Bedarf, nehmen wir die Idee mal mit. Der zweite Punkt, Spielplätze regelmäßig erneuern und das Angebot den Bedarf anpassen. Spielplätze sind ein Aushängeschild unserer Stadt. Es gibt nichts Furchtbareres, als einen Kindergarten zu einen Spielplatz zu suchen, weil der Kindergarten, der Spielplatz in der Nähe einfach nicht das Angebot hat für mein Kind. Also lasst uns wirklich das nicht vergessen. Lasst uns daran arbeiten, dass diese Spielplätze wirklich altersentsprechend modernisiert sind oder wie wir es auch in unserem Programm eingeschrieben haben, erneuert werden. Und mein letzter Punkt, und das ist mir sehr, sehr wichtig, komplette Kostenfreiheit von Angeboten wie in der Bibliothek für Kinder und Jugendliche. Bildung durch Lesen ist elementar. Es gibt nichts Wichtigeres, als wie, dass wir den Kindern wirklich frühestmöglich das Lesen beibringen. Ich habe ein Praktikum damals im Kneipp-Kindergarten in Schöln-Popsdorf gemacht. Dort ist es im Programm festgelegt, dass Kinder im Alter von 5 und 6 Jahren durch Spiele das Lesen lernen. Und weiterdenkend, als Erzieher in der ersten Klasse merke ich das jetzt aktuell, wir fangen bei Null an. Die Kinder verstehen keine Buchstaben, die Kinder verstehen teilweise Zahlen. Wenn wir das in der Kita schon frühestmöglich hinbekommen, dann haben wir dann in der Arbeit in der Grundschule mehr Zeit für Individualität. Und vor allem diese mehr Zeit, die brauchen wir. Wir haben es jetzt an der Erich-Kästner-Grundschule gesehen, es sind Lehrer krank, es fällt Unterricht aus. Ich selber stand auch in den letzten Wochen als Aushilfslehrer von meiner Klasse und musste meine Kollegin vertreten. Und wenn wir diese Zeit, die wir in der Kita schon vorholen, in der Grundschule haben, dann haben wir, wie ich schon angesprochen habe, mehr Zeit für Individualität. Wir können gucken, wie weit sind die Kinder? Wir können das 3, 4, 5, 6 Mal wiederholen. Deswegen als Anmerkung, mal drüber nachdenken und vielleicht auch im Wahlkampf multiplizieren und auch vielleicht den Eltern beireden oder mit Bekannten, Freunden sprechen, ob sie diese Idee nicht mal in die Kindertagesstätten einbringen können. Es ist ein Erfolgsmodell. Ich sehe den Unterschied zwischen meiner damaligen Praktikumsstelle und wie das dann in der Kleinschule in Schöln-Popsdorf weitergeht und wie es jetzt an meiner jetzigen Arbeitsstelle weitergeht. Vielen Dank. Danke, Robert.